Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Wir sind im letzten Part endlich auf Chuchanka gelandet und quatschen uns hier mal durch die Gegend. Haben irgendwelche armen kleinen Äffchen gerade geschlagen, keine Ahnung warum, hi. Wer sind Sie? Ich bin Fortek, oberster Forscher aller Wissenschaften für den Erdnot-Clan. Und ich habe keine Zeit für Ihre stümperhaften Fragen. Ach, wie nett er ist. Ich belästige Sie nicht lange. Ich werde Ihre wertvolle Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Meine Arbeit ist in der Tat überaus wichtig, Mensch. Natürlich ist sie das. Ich bin sehr wissbegierig. Habe ich doch schon viel über die Genialität der kroganischen Wissenschaft gehört. Endlich versteht es mal jemand. Ich schwöre, ich bin hier mitten unter hirnlosen Pijacks. Tummle mich unter Wilden. Dabei bin ich der oberste Forscher. Was forschen Sie denn? Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. Ich war dabei, die größte und beste Angriffswaffe aller Zeiten zu bauen. Der Planet hätte gebebt. Aber der neue Clanführer vergeudet meine Zeit mit banalen Forschungsaufträgen. Genmanipuliertes Getreide, medizinische Neuerungen. Das Zeug können wir doch von den Salarianern kaufen. Von den Salarianern? Den Entwicklern der Genophage? Na klar. Was sollten uns die Salarianer jetzt noch antun? Unfruchtbarer können wir nicht werden. Das heißt, Moment, vergessen Sie es. Ein beeindruckender Titel. Sie sind wohl ein Wissenschaftler. Ich war mal ein Wissenschaftler. Ich habe Waffen entworfen. Heute verschwende ich meine Genialität an Banalitäten, an Dinge, die nicht explodieren. Mein Vorgänger meinte, dass niemand den wahren Wert meiner Arbeit begreifen würde. Schon als ich meine Klinge aus seiner Brust zog, wusste ich, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Sie töteten Ihren Vorgänger? Effektive Zusammenarbeit unter Forschern stelle ich mir aber anders vor. Mir egal, wie Sie sich das vorstellen. Für uns ist es wichtig, das Hergestellte auch zu benutzen, anstatt es nur herzustellen. Die Arbeit ist erst dann erfolgreich, wenn sie den Boden bereits zum Zittern gebracht hat. Okay, alles klar. Ich gehe dann erstmal wieder, ne? Nee, was forschen Sie denn aktuell? Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. Ich war dabei, die größte und beste. Ja, das hatten wir schon. Planierte Gewebe. Okay, weiß ich doch. Aber der neue Clan von den Ja. Vergessen Sie es. Mehr über den neuen Anführer. Der neue Clanchef scheint völlig andere Ansätze zu verfolgen, was die Führung der Kroganer angeht. Wenn Sie mehr wissen wollen, sollten Sie mit ihm persönlich reden. Er ist mein Anführer und ich werde mich nicht weiter über ihn äußern. Besser ist das, sonst gibt's Mega. Alles klar, auf Wiedersehen, du. Ich geh mal eben los, viel ne? Spaß bei Ihrer Forschungsarbeit. Ja, ja, gehen Sie weiter. Ja, ja. Sei doch nicht so böse. Sind denn so abweisend? Gut. Dann haben wir das, dann. Sie würden länger halten, wenn Sie nicht in jeden Krater fallen würden. Zurück. Mein Baron ist hungrig. So, hier scheint es irgendwie hoch zu gehen. Ist da der Anführer? Ist das der Anführer? Podiumswache? Halt. Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Erdnot-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Oh, Rex, Mann. Verpiss dich da jetzt. Also, entschuldigen Sie mich. Ich dachte, Shepard, werte Freundin. Ach, schön. Für eine Tote sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Es ist lange her. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmeier nicht gegenseitig umbringen. Ha! Sie haben den Aufstieg von Erdnot erst möglich gemacht. Würmeier war der Wendepunkt für die Kroganer. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erdnot zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Kopfnuss. Ballert ihm einfach eine rein. Ehre. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy?
Explodiert. Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Was tun Sie hier? Klingt, als hätten Sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind. Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. Sie bedrohen alles, was uns stark macht. Es wird keinen Bestand haben. Mag sein. Aber bis dahin sollten Sie sich glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein. Wie behalten Sie die Kontrolle? Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst. Wir schlichten Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen. Klingt soweit vernünftig. Für Kroganer-Verhältnisse klingt das nicht sehr hart. Verbündete von anderen Clans schätzen meine Vorgehensweise. Alle helfen mit, die Skeptiker zu bekehren. Viele suchen nach einem Ventil. Jeder Clan, den ich für nicht willkommen erklärt habe, wurde von meinen Verbündeten vernichtet. Sowas spricht sich rum. Und was mit den schwachen Clans? Was ist so wichtig daran, einzelne Clans zu bewahren? Jeder Clan hat seine eigenen Sitten. Initiationsriten, Verhaltensregeln, Kriegslieder. Alles einzigartig. Diese Vielfalt macht uns groß. Kein Clan, nicht einmal meiner, ist dafür geschaffen, alleine zu überleben. Aber Ihr Clan dominiert aktuell eindeutig, ne? Erdnord ist der führende Clan. Ist damit nicht auch Ihre Kultur die wichtigste? Im Moment schon. Aber jeder Clan hat seine besonderen Vorteile. Erdnord hat die besten Taktiker. Jorgel die längste Ahnenreihe, Gettertop die älteste Ansiedlung. Andere haben andere Stärken. Wenn wir weitermachen wie bisher, enden die Clans als Krater im nuklearen Dunst. Sogar Erdnord. Wir müssen neu über alles nachdenken. Neu beginnen. Verstehe. Meine Geschäfte hier. Ich hoffe, für Ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Aber zurück zum Grund meines Hierseins. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanka zu machen, aber sie sind eine Ausnahme. So, Salarianer und Bloodpack. Fangen wir mal damit an. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Was ist hier Grunts Problem? Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shi'Agal. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Okir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Ändert das was? Nee, zur Sache. Ich brauche Grunt voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, er kommt also in die jungfräuliche Phase. Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot! Nun, Grunt? Möchten Sie zu den Erdnöt gehören?
untersuchen. Was ist vonnöten? Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Dazu kann ich nichts sagen, Shepard. Das ist die Aufgabe des Schamanen. Okay. Sie lassen einen Klon zu? Sie lassen zu, dass ein im Tank gezüchteter Kroganer sich dem Erdnot-Clan anschließt? Nur weil er bei Ihnen ist. Immerhin haben Sie und ich Tausende wie ihn getötet. Die waren nicht ganz so groß, aber es waren viele. Der Erdnot-Clan ist stark und die anderen werden tun, was ich sage. Sie wissen, dass meine Vision ihnen nur Vorteile bringt. Okay, und wenn er es nicht tut? Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Wenn er hier bliebe, würde er getötet. Clanlose haben keine Daseinsberechtigung. Und für Tankzüchtungen gilt das umso mehr. Seine Anlagen bleiben die gleichen, Ritus oder nicht. Er ist eben einfach ein Kroganer. Davon hat O'Kir im Tank nichts gesagt. Stimmt's? So, haben wir noch was? Okay, und ich würde sagen, seine Entscheidung, ne? Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut, deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? So, ich gehe, kommen Sie mit uns, wir sprechen später. So, wir sprechen später. Ich muss gehen, wir besprechen das ein andermal. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Tuchanka ist nicht so sicher und gemütlich wie Pharos und Ilos. Kriegen wir schon hin. Jetzt müssen wir erstmal auf die zweite Ebene. Muss man einen Weg finden, das wird wahrscheinlich Hast da hoch. Hast du diesen Bericht in Extranet gesehen? Dieser Müll sitzt dir das Hirn voll. Du solltest lieber jagen oder irgendwas reparieren, wenn du nicht jagen kannst. Ne? Es war ein Sondervideo über die Citadel. So. Reiß dich in Stücke! Du hast doch nicht mal den Mumm, es zu versuchen. Ja, wird sich ein bisschen geprügelt, das ist ganz normal. Oh, mit den Fliegen hier und so. Na lecker, ist das die Dusche oder wo sind wir hier? Das Gefängnisschiff Purgatory wurde zerstört, anscheinend bei einer Revolte. Sicherheitsschiffe sind unterwegs, um Häftlinge und Wärter aus den Rettungskapseln zu bergen. Na, da hätte ich ja richtig Bock drauf. Dann kommst du da an und wer weiß, was das alles für Leute in diesen Kapseln dann sind, die du da bergen musst. So, ist einer von euch der Schamane? Du vielleicht? Gehen Sie weg. Der Abgesandte der Frauenclans muss Aliens nicht zuhören. Und da ist der Schamane. Moin! Sie überschreiten Ihre Grenzen, Getatak Ulvenk. Die Riten der Erdnot gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uwenk. Wir haben die Genehmigung. Die Genehmigung wurde uns erteilt. Erdnot Rex hat uns die Genehmigung erteilt, um den Clan-Status für Grunt zu erbitten. Genehmigung? Das ist ausreichend, wenn auch ohne Kampfgeist. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Clan steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Clan? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Er kann Verbündete mitbringen? Wie kann man einen Kandidaten prüfen, wenn er zu seinem Initiationsritus Verstärkung mitbringen darf? Nicht jeder Kroganer kann ein starker Krieger sein. Aber jeder muss die Seinen dazu inspirieren, an seiner Seite im Kampf ihr Bestes zu geben. Wenn diejenigen, die sie am besten kennen, nichts Wertvolles in ihnen sehen, sollten sie die Ödnis durchwandern und einsam sterben, bevor sie meinen Clan schwächen. Verstehe. Er gehört zu meiner Crew. Wir stehen als Kameraden jederzeit an Grunts Seite. Kameraden sind zwar eigentlich nicht dasselbe, aber ich gestatte Ihnen als Aliens diese vereinfachte Interpretation.
Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige Lüge. Das musste sein. So. Sie wagen es. Dieser Mensch gefällt mir. Sie hat's begriffen. Ja. Ich ziehe meine Verweigerung zurück. Wir werden das woanders zu Ende bringen. Sehr geil, das war nice. Sie haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Die sind jetzt ihr Problem. Was müssen wir mitbringen? Brauchen wir eine besondere Ausrüstung? Um den Ritus zu beginnen, sind nur der Kandidat und sein Krant vonnöten. Sie stehen doch auf Kampf, Shepard, nicht wahr? Aber hallo. Auf das letzte Röcheln eines geschlagenen Gegners. Bringen Sie Ihre Kampfeslust mit zu Grunts Prüfung, dann wird er bestimmt erfolgreich sein. Kann Ubenk eingreifen? Wird dieser Kroganer sich zu einem Problem entwickeln? Einmischung ist ihm verboten. Wird er es trotzdem tun? Während des Initiationsritus müssen Sie auf alles gefasst sein, Shepard. Aus dem, was ich von Ihnen weiß, entnehme ich, dass Sie keine Enttäuschung sein werden. Nennen Sie die Details. Wir haben lange genug gewartet. Erklären Sie uns den Ablauf. Immer diese Ungeduld, Shepard. Sie müssen nur wissen, dass Grunt geprüft wird und sich auf die Aufgabe einstellen muss. Okay. Dann beginnen wir mal mit dem Ritual, würde ich sagen. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig. Ich mag sie, Shepard. Das war wirklich geil. So, wir nehmen natürlich Grunt mit und ich würde sagen, an unserer Seite... Also hinzufügen? Nein, nein, nein. Abbrechen. Ich würde sagen, an unserer Seite nehmen wir noch mit sie. Samara, komm. Ja. Okay, let's go. Wir dürfen gespannt sein. Ich erinnere mich an nichts mehr, aber das wird super. Alter, hier ist ja einfach alles im Arsch. Das ist die neueste Narbe, die Kuchanka davongetragen hat. Die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Kroganer. Sich dem Ordnord-Clan anschließen möchten, müssen sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsinnen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kroganer. Okay, überleben. Überleben Sie, bis der Ritus abgeschlossen ist. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Ja, dann los. Zuerst eroberten die Kroganer Tushanka und machten sich eine Natur untertan, in der nur wir bestehen können. Okay. Da kommen sie. Ich bin bereit. Jetzt umgehen wir erstmal die Turbine, in der Hoffnung, dass das was bringt. Und dann geht es schon. Einen neutralisiert. Einer ist erledigt. Einen neutralisiert. Hier ist eindeutig irgendwie Action am Start. Okay. Da, diese Bestien sollen wissen, dass ich würdig bin. Wir müssen also einfach überleben, okay? Cool. Einfach weitermachen. Oh. Solange die da immer entspannt weiter einzeln rauskommen, alles kein Problem. Ja, Hahn ist ja gut. Einen getötet. Ist ja gut. Meine Lieben, ihr habt den Hahn gerade krähen gehört und alle sterben. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle immer so einen ganz kleinen
gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen, ne? Oder auch nicht gefallen hat, dann lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.